Das ist von dir etwas brandheiß. Ja, wir können ja vielleicht gerade, erstmal will wer was trinken. Ja, gerne. Oh ja, wir haben auch einen Kühlschrankstudio. Wir sind ja nicht von schlechten Eltern, sondern von ziemlich was guten. Was ist denn Eltern drin? Ich glaube, wir haben die Auswahl zwischen Cola, Cola und Cola. Ja, ne? Das ist wirklich ziemlich wussten jetzt hier dieser... Der Öffner. Immerhin noch ein Öffner. Warte mal, wir haben hier ein Feuerzeug. Wenn das einer kann. Ja, weiß ich nicht. Wenn er mehr kann, komm, mach nicht. Oh, oh. Boah. Nein, das Studio ist gerade neu, ja? Ich mache hier keine Versuche. Das ist aufwendige Eigenproduktion. Kamera 3, kannst du bitte einmal ganz kurz... Tim, komm noch mal ran jetzt hier. Mensch. Das hat der Dirk in mühsamer Kleinarbeit selbst gemacht. Gib mir mal das volle ruhig. Aus werberechtlichen Gründen, ja. Also wir trinken hier ausschließlich Bockblut. Fritz, Pepsi, Coca, Cola. Ja. Orkblut, ich fand Orkblut eigentlich schon. Ja, ich fand's auch, aber gut. Du hast versaut. Er ist nicht drauf eingestiegen. Wir müssen weiterkommen, sagt die Aufnahmeleitung. Genau. Die schimpft sonst mit uns. Warte mal, habt ihr schon eins? Ich habe ja gerade schon in die Richtung was gesagt, nämlich der Dirk hat nämlich den folgenden Beitrag durchlebt. Was hast du da gemacht? Ja, ich war mit der großartigen Band Captain Kappa unterwegs. Ihr seht das Cover ihrer CD jetzt hier gleich in unserer Kamera 2. Drei, Mann. Drei? Das ist der gute Tim, du kannst ihn auch beim Namen nennen. Der gute Tim an der 3? Ja. Okay, also nur einmal der Tim an der 3. Und ja, Captain Kappa gerade ihr großartiges neues Album Foxes draußen und auf großer Foxes Tour. Da habe ich sie getroffen. Sie waren hier in Bielefeld bei uns im JZ Stricker und wir haben ein nettes kleines Interview mit denen geführt. Und, komm nochmal zum Punkt jetzt. Das seht ihr jetzt. Ja, Mensch. Wo ihr Experten seid in dem Thema, große Frage dieser Tage, vielleicht könnt ihr sie beantworten. What does the fox say? Also, what does the fox say? Pass auf, ich habe mir letztens angeguckt, was der Fuchs wirklich sagt. Das wirst du nicht glauben. Ich habe letztens extra gegoogelt, wie so ein Fuchs klingt. Und es ist, vielleicht wenn er abkratzt. Es gibt ein Video im Netz, da sieht man halt, wie ein Fuchs in so einem Garten rumrennt und tatsächlich schreit. Und also, ich versuche das jetzt kurz zu imitieren. Der Fuchs schreit tatsächlich so. Das ist kein Witz. Das ist wirklich so. So klingt der Fuchs. Ich dachte, dass nicht irgendein Neugeborenes war, was mit einem Fuchskostüm gestattet hat. Ich dachte irgendwie, der bellt oder sowas. Der bellt nicht, der macht wirklich so. Das ist ganz, ganz schlimm. Klingt wie so ein sterbender Fuchs eigentlich. Guck mal, da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass ihr das so präzise beantworten könnt. Aber ja, ihr seid Spezialisten. Alle Fragen vorher abgeklärt, weißt du doch. Versteht sich. Ärgert man sich darüber, wenn man diese Idee hat und dann kommt plötzlich so, ihr hattet das Album ja wahrscheinlich schon vorher fertig und dann plötzlich kommt dieser Song? Nein. Erst haben wir das Lied gesehen und dann haben wir das Album da so genannt und alles so. Ach so, ja, natürlich. Wir hatten ganz viele Lieder fertig und dann haben wir noch gesagt, alles auf den Zug springt ihr auf. Wir dachten, das ist gerade ein Hype und wir können dann noch ein paar Fans mehr abgreifen. Deswegen haben wir das quasi nach dem Ilves-Song ganz schnell, also die Platte war schon gepresst, die hieß eigentlich Eulen, weil Eulen waren gerade der Trend. Und wir haben dann schnell die Platte wieder reingesagt und gesagt, ey Leute, wir müssen da was ändern, Eulen sind nicht mehr angesagt, jetzt ist der Fuchs am Start. Stimmt, Eulen waren innen davor, ne? Ja, das hat sich jetzt erledigt. Ja. Euer Musikstil, der irgendwo einzuordnen ist, ich weiß nicht, ob ihr es dann auch draufschreibt, als Electronic Pop irgendwo auch, wird das dann gut angenommen oder sind die Leute da abgeschreckt von diesem Pop-Siegel, was man ja quasi dann, dieser Stempel? Ich glaube, Pop ist halt heutzutage überhaupt keine Beleidigung mehr, ne? Einfach weil das ja inzwischen so facettenreich ist. Und inzwischen wissen ja die Leute, dass Pop nicht mehr nur Christina Aguilera ist. Das ist so die Frage. Wissen Sie das? Ich meine, ihr seid nicht der klassische, genau, schlimme Pop. Britney Spears Pop, sage ich gerne auch. Aber das ist halt das Ding so. Also wir finden sowas, also wir haben irgendwie irgendwann aufgehört, so Sachen nach Genre zu verteufeln. Also wir haben zum Beispiel haben wir das Miley Cyrus Album im Auto gehört. So ganz, weil wir uns ganz objektiv halt so ganz viele Sachen anhören. Ja. Und ich glaube halt, dass das so allgemein so ist, dass die Leute nicht mehr so krass von so Schubladen abgeschreckt sind. Okay. Hoffe ich. Darf man da neben Audiolied eigentlich noch andere haben? Götter haben? Eigentlich nicht. Wir haben gerade zum Beispiel Marco von Supershirt mit und ist ja auch von Audiolied und der verbietet das auch ganz strikt. Ja, der will auch nicht, dass wir andere Sachen im Auto hören oder so. Also die schicken immer einen mit, der aufpasst so, dass wir keine anderen Bands pushen, dass wir niemanden featuren, dass wir nicht irgendwie jetzt zum Beispiel sagen, Schaf und Wölfe finde ich gut. Das geht halt nicht, sowas. Ne? Das sollte man auch nicht. Ja. Nee, nicht zu voreilig. Ja. Aber ich finde, Bratze finde ich super. Supershirt, Top-Band. Das geht. Lasst ihr euch dabei manchmal ablenken von Computerspielen? Ja. Also wir haben tatsächlich, das letzte halbe Jahr, glaube ich, 50% unserer Lebenszeit
Du meinst das letzte die anderthalb Jahre? Die letzten anderthalb Jahre haben wir echt 50% unserer Lebenszeit gemeinsam auf das 2 in Counter-Strike verbracht. Und das war das Erste, was ich gesagt habe, als wir losgefahren sind. Geil, wenn wir nach Hause kommen, können wir entweder Counter-Strike spielen. Ja, stimmt. Ja, das ist, ja, da ist dann schon alles zu spät. Ey, vielleicht habt ihr ja Bock, mal bei uns in einem Live-Gaming mitzuspielen. Also sehr gerne. Viel Live-Gaming sehr gerne. Vielleicht habt ihr da ja mal Bock, dass ihr ein Team Captain Kappa aufstellt. Ja, da können wir auch Marco von Superschritt mitbringen, der ist auch begeisterter Counter-Strike-Spieler. Ja, guck mal, das nenne ich doch mal eine Ansage. Da haben wir schon drei Leute. Wir wissen ja, dass Fuck Art Let's Dance zum Beispiel auch eine Autolied-Buddy. Guck mal, da ist das also 5 gegen 5 ist doch üblich. Genau, auch. Genau. Dann können wir eine Autolied-Clan zusammenstellen. Ja, dann spielt ihr gegen das Nerdstar-Team. Es macht immer sehr viel Spaß, weil das Nerdstar-Team ist sehr schlecht. Echt, ja? Oh, super. Ja, ja, ist total gut. Vielleicht haben wir also da keine hohen Einsätze aus. Kann man dann sagen, dass sie ziemlich gut sind, weil dann sind wir noch besser, weißt du? Ja, also darf ja keiner wissen. Ja, das ist eine schöne Sache. Das haben wir schon mal abgemacht. Sehr gut. Eine letzte Frage zum Schluss ist noch so ein persönliches Ding. Ich habe jetzt demnächst so ein fieses Wettessen am Start. Oh, ne? Shit. Burger-Wettessen. Ich geb dir Geld, warte, einen Moment. Nee, also wir Geld ist... Oh, dankeschön. Ah, sehr gut. Guck mal, das ist ja... Da krieg ich, so eine, ja, sehr schön. Kriege ich einiges für. Nein, Quatsch. Ich dachte, vielleicht habt ihr mal den entscheidenden Tipp, wie man sich gut auf ein Wettessen vorbereitet. Ich weiß gar nicht, was macht man in so einem Fall? Wettessen? Oder vielleicht ein paar schmutzige Tricks für währenddessen? Ja, einfach das Essen unter den Tisch verschwinden lassen. Das? Irgendwie einen Hund mitnehmen? Oder? Oder du machst den Wettbewerb gleich auf so einer Kloschüssel und dann kannst du quasi so einen Kreislauf entstehen lassen. Bisschen Riet. Und gleich den Magen ausschneiden, dass ich einen kleinen Reißverschluss dran. Und wenn er voll ist, einfach auf und dann... Ja, ist ja super, dass wir das Niveau jetzt auch nochmal gedrückt haben, ja, zum Ende des Interviews. Dann können wir dann hier, das Geld kommt auch. Ja, sehr gut. Schon, ich höre das Niveau schon purzeln. Das ist hier Mike und ich. Wir sind Captain Kappa. Das ist mein Kollege. Und wir gehen im Januar nochmal neu auf Tour. Guckt Tourdaten an, im Internet drin. Hipster. Ich weiß es nicht. Ich weiß, was ich sagen. Und dann kommt ihr auf Tour und dann guckt euch mal ein Konzert von uns an. Dankeschön.